Es ist eine Zeitreise über fast 100 Jahre, beginnend im Jahr 1923. Die ersten Zweiräder aus Bayern. Und diese beiden Herren tragen BMW im Herzen. Rudolf Bald, der Besitzer der Motorräder, und Jürgen Weber, er führt Besucher durchs Museum. Die Herren, ich darf Sie recht herzlich hier in Erndtebrück in Balds historischer Fahrzeugschau begrüßen. Balds historische Fahrzeugschau ist vor 25 Jahren entstanden, nachdem Herr Bald, der hier rechts neben mir steht, seine Spedition, die er an diesem Standort hatte, aufgegeben hat und seinen Jugendtraum erfüllt hat, nämlich alte Motorräder zu sammeln. Die Besucher kommen nicht nur aus dem Sieger- und Sauerland. Wir haben Gruppen aus Holland, aus Deutschland, aus Belgien. Wir hatten kürzlich Besuch aus Chile, aus Argentinien. Wir hatten hier aber auch schon eine Gruppe von 70-, 80- und 90-jährigen Damen aus dem Namen Hessen. Die waren genauso interessiert und konnten erzählen, dass ihre Eltern ähnliche Motorräder hatten und haben Geschichten aus der Jugend erzählt. Also es macht sowohl mit den einen als den anderen sehr, sehr viel Spaß, die hier durchzuführen. Rudolf Bald hat extra für seine Zweiradschätze eine Stiftung ins Leben gerufen, aus gutem Grund. Es ist keine andere Möglichkeit, so eine Sammlung zu erhalten, wenn es eine Erbgeschichte ist nachher und wird zum halben Preis, wird alles verscheuert, dann ist alles, wäre meine ganze Lebensgeschichte umsonst gewesen. Mehr als 50 Motorräder, Gespanne und sogar alte Originalrennmaschinen stehen in Erndtebrück. Früher hat Rudolf Bald den Besuchern selbst die Geschichten über seine historische Sammlung erzählt. Heute ist er froh, dass er Jürgen Weber an seiner Seite hat. Ja, der Weber, der hatte Ohren auch noch besser als ich. Aber der macht die Führungen hier. Gerade bei größeren Gruppen, sonst wenn 2, 3, 5 Leute sind, das mache ich selbst noch, aber sonst ist er zu jeder Zeit auch hier oben. Alle Maschinen sind restauriert und in bestem Zustand, so wie die R37 aus dem Jahr 1925, echte Raritäten halt. Zum einen ist während der Bauzeit 1925 bis 26 sind nur gut 150 Stück hergestellt worden. Wie viel von denen gibt es noch weltweit, kann man das sagen? Bekannt sind uns 5 Stück, in diesem Zustand jedenfalls. Wie viel es wirklich gibt, wissen wir nicht, aber viel mehr als eine Handvoll kann es dem Grunde nach gar nicht sein. Rudolf Bald wird im kommenden Jahr 90, aber eins lässt er sich auch im hohen Alter nicht nehmen. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber Motorradfahren darf man nie verlernen. Muss man so lange, wie man Luft holt, muss man Motorrad fahren. Was ist denn die schönste Region zum Motorradfahren? Ja, Sauerland. Sauerland, viele Kurven. Wir sind natürlich auch, vor 5 Jahren war ich noch in Schottland hier mit dem Gespann. Und das ist auch sehr schön. Ja. Ich habe zwar das Loch Ness nicht gesehen, aber wir sind an der Stelle gewesen, wo es mal sein sollte. Ja. Und nicht nur die Maschinen pflegt er intensiv. Auch in der Halle lässt Rudolf Bald kein Staubkorn liegen. Das ist eben echte Sammlerleidenschaft.